Im Kalten Krieg, da hat sich die Politik ausgesprochen schwer getan, die sowjetischen Opfer des Nationalsozialismus überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn sie zu ehren, genau wie lange Zeit die Existenz des kommunistischen Widerstandes ignoriert worden ist. Diese Haltung, gegen alle Anfeindungen aufzubrechen, das hat einen langen Atem gebraucht und eine breit angelegte, aktive Unterstützung. Aber ganz scheint der Kalte Krieg noch nicht vorbei zu sein. Bei einigen sitzt die Furcht vor roten Fahnen offensichtlich sehr, sehr tief. Und das droht zu einer peinlichen Provinzposse zu führen, die leider überhaupt nicht komisch ist, weil sie die Gefühle der Überlebenden des Stalag zutiefst verletzt. Die Regierungspräsidentin scheint die mehrfach öffentlich verkündete Zusage der NRW-Landesregierung jetzt brechen zu wollen, den von den Überlebenden errichteten Obelisk in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen. Das heißt, Werner Höhner hat es vorhin schon erklärt, mit der Glasplastik, mit roter Fahne, mit Hammer und Sichel, also dem Staatssymbol der Sowjetunion. Das orthodoxe Kreuz, das im Kalten Krieg stattdessen auf den Obelisk montiert worden ist und das nicht alle repräsentiert, die im Stalag gelitten haben, sollte, so die Einigung mit der russisch-orthodoxen Kirche, in unmittelbarer Nähe aufgestellt werden. Dass nach den zahllosen Gesprächen mit den verschiedenen politischen Ebenen jetzt Restaurierungsarbeiten am Obelisk gemacht worden sind, ohne dass der längst überfällige Austausch des Symbols stattgefunden hat, das ist ein Affront gegenüber dem Arbeitskreis, aber in erster Linie gegenüber den Überlebenden und ihren Angehörigen. Die Landesregierung steht hier eindeutig im Wort. Dieser Austausch muss umgehend nachgeholt werden. Darauf haben die Überlebenden ein Anrecht. Und die dringend notwendige Erinnerungsarbeit, für die der Arbeitskreis seit 40 Jahren so viel geleistet hat, die darf nicht durch Geschichtsklitterung behindert werden. Die Mahnung muss gegenwärtig bleiben. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.